eine Massachusetts, eine Charles und eine Mainz. Na, das wird ja was. Los geht's. Alouette. Mal gucken, was wir da haben. Die ersten Runden waren doch, ja. Also, gucken wir mal. Oh, diesmal sind wir das Top-Tier. Und wir haben Fuso im Angebot. Und eine Nürnberg. Okay. Träger, ja. Eine Dallas, eine Sarah. Eine sehr bunte Runde, würde ich sagen. Eine gepimpte Roma? Was? Eine gepimpte Roma? Auf, die Alitorio. Auf der anderen Seite. Okay, okay, okay. Ja, wir stehen bei C. Alle Mann auf Gefechtsstation. Oniwa. Konnichiwa. Auch das, wenn du willst. Okay. Dein Sushi ist ja fließend, habe ich gerade gelernt. Ja. Also ich spreche Sushi vorwärts und rückwärts und seitwärts, wenn es sein muss, auch noch. Alles gut. Dann hätte ich gerne einmal Sushi seitwärts. Eine Flühlingslolle. Ja, ich weiß, ganz schlimm. So, gucken wir mal. Gede voraus. Naja, und ich habe hier Jäger und Hydro. Das ist gut, habe ich auch. Mhm. Dann gucken wir mal. Die, wie auch immer sie heißt, ist auf dem Weg. Yang. Die Lexington. Ich nenne sie nur noch Cheng. Nein, der DD. Cheng ist auf dem Weg. Hsinyang. Ja, bitte, ja, genau, du kannst es fließen. Ja, genau. Los. Wie heißt sie? Yang. Ying und Yang. Ist die große. Oh, ich bin entdeckt und anvisiert. Okay, hier ist also definitiv. Die Roma. Ah. Roma. Und eine Hachu. Gesundheit. Nebelt sich fleißig. Mhm. Da kommt Torps. Vorsicht. Okay. Gede meint auch Nebeln. Ich hau nochmal vorsichtshalber ein Hydro rein. Oh, jetzt haben wir hier aber Luftpiraten. Aha. Mit zweimal TVO sollten wir dem ja. Die Hachu ist relativ. Ich hau hier einfach mal Torps so in den Nebel. Oh. Ich glaube, das war's. Oh, da ist noch eine Nürnberg. So. Jetzt muss ich hier mal drehen. Die Alditorio steht da zum Beschießen bereit. Ja, ich bin leider jetzt gerade hinterm Berg. Ich habe sie gerade schon mal. Ich wollte sie anzünden, aber sie wollte nicht brennen. So. Cleveland fährt außen vorbei. Okay. Das heißt. Was habe ich für Torpedos? 6 Kilometer nur. Na, da brauche ich, glaube ich, nicht wirklich. Ah, die fährt sowieso in die andere Richtung. Die dreht weg. Mhm. Und die Gede. Ah, jetzt dreht sie doch wieder hierher. Okay. Ach komm, ich schick da einfach mal Torps hin. Die will in den Cap. Die will tatsächlich den Cap holen. Und jetzt will sie mich holen. Jetzt sind die Torps rein.
Ja, leider nicht in meine. Aber... Hauptsache, sie ist weg. Hauptsache, sie ist weg, genau. Und gebeatscht hat sie sich auch noch. Ja, wunderbar. Besser geht's ja nicht mehr. Danke. Ist heute schon Weihnachten. Meins. Oh. Die hat gebrannt, sorry. Egal, da hinten ist noch eine Cleveland. Ja, oh, die ist aber wirklich hinterm Berg, da komme ich gar nicht ran. Ich würde jetzt aber durch den Berg durchfahren. Ich fahre mit dem Herrn von und zu Giants rüber. Ja. Geh dir mal ein bisschen aufscheuchen, da ist nämlich sonst niemand. Wundert mich eigentlich, dass, guck mal, wo unsere alle in der Mitte stehen, unter B, warum da keiner nach B reinfährt. Na gut. Weil da was drin ist, oder? Oder war nee, in B drin? War nichts drin. Ich glaube, die haben... Ich werde jetzt meine berühmten französischen 9-Kilometer-Torps zum Einsatz bringen. Wenn er mich lässt. Oh, gleich sehe ich ihn. Gleich kommt er hier durch. Unser Team hat die Führung übernommen. Tja, Cleveland. Das ist jetzt blöd, ne? So, angebrannt, angekokelt habe ich ihn, den Rest müsst ihr machen, da komme ich nicht mehr. Habe ich schon. Sehr gut. Der Idiot hat mir noch mein Steuer ausgeschossen. Das gibt's ja wohl nicht. Hier haben wir noch eine Algerie. Oh, die ist aber. Guck mal, ich sehr, war ja sehr schnell. Ja, ich bin auch schnell. Wir sind Franzosen. Wir können rückwärts so schnell wie vorwärts. Ja, der will sich bedanken. Okay, finde ich immer sehr freundlich, wenn die Leute sich bedanken, wenn man auf sie schießt. Ein bisschen Höflichkeit muss sein. Ne? Ja, nee, finde ich gut. Aber ich glaube, mit dem wirst du schon alleine fertig. Boah, da bin ich mir nicht so sicher. Ja, jetzt geht auch mein Steuer wieder. Jetzt fahre ich da, wo ich hin will. Da sind auch noch genug andere, die drauf schießen. Ja, ja. Autsch, das hat wehgetan. Und das hat ihm auch wehgetan. Eben, so muss das sein. Und jetzt kriege ich noch eine letzte Salve von ihm. Naja, gut. Die tun nicht so weh. Das kriegen wir dann gerade so hin. Ich fahre mal zur Lexington. Wenn ich da überhaupt ankomme. Ich meine, die fahren jetzt alle dahin. Naja. Mein Motorboost ist gleich leer. Oh, die ist sogar in Reichweite. Hey, aus. Das ist das einzige Schiff, was hier in Reichweite gerade für mich ist. Die knubbeln sich alle in ihrem Cap. Das ist wirklich, die knubbeln sich da echt. So, einmal getroffen, aber nur ist sie leider unsichtbar. Sarah sucht sie ja schon für uns. From Sarah with love. Oh nein, wo kommst du denn her, Insel? Shit! Man hat sich mit einer Insel beworfen. Die ist eben vor mir aufgetaucht, könnte ich schwören. Warum nebelt... Ne. Die hat... Ja, die hat genebelt, ja, was sie dachte. Unsere Massachusetts gerade, die ist daneben mir, dann kann ich ihr Antier geben. Oh, die ist sogar aber vor dir. Die braucht die auch selber nicht. Ja, das ist eben. Mein französisches Fluchtmobil hat gerade beschlossen, ich habe keine Lust mehr. Das feuerrote Spielmobil. Ach ja, so ungefähr. Also wenn
du langsamer als ein Schlachtschiff bist, ne? Dann hast du irgendwie, weiß ich nicht. So ging mir das heute in Star Trek Online in einer Patrouille, weil ich hatte irgendwie dummerweise den Antrieb ausgebaut und flog gar nicht. Nur mit Steuerdüsen. Das war doof. Ja. So, komme ich an irgendwas ran? Oh ja, oh ja. Die Reichweite der Mainz ist doch akzeptabel. Ganz anders als die von der Anchorage. 1 Kilometer mehr hast du, das ist schon echt beneidenswert. Ich will das ich auch. Ich komme hier auf 17,5. Mit der Anchorage käme ich gerade auf 15,5. Also ich habe 16. Okay. So, Motorboost an. Auf geht's. Alle das Taschentücher hissen. Ich guck mal, ob ich den... Ach, die Yizhenyang geht unsere Kager jagen. Ist natürlich nicht so schön. Ja, aber bis ich da bin, hatte die versenkt. Aber ich fahre ja mal hinterher. So, der Träger dürfte gleich weg sein. Das dürfte die Sarah wohl erledigen. Ah nein, 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 mach doch sowas nicht. Ich bin doch nur ein kleines Schiff und tu keinem was. Warum schießt er auf mich? Sprach's und hat schon 2 Schiffe versenkt. Hm? Sprach's und legte Brände auf die Fungso. Wer auf mich schießt, hat keine Gnade zu erwarten. Und noch ein Brand. Ich schieße auch mal auf sie, während ich in Richtung der... Oh, ich habe irgendwie ein Feuerwerk gezündet. Ich weiß nur, eiserner Schlag, was auch weißt immer das heißt. Hast du den Herrn Lütjens an Bord? Ja. Och, oh, das Entschuldigung. Ist doch nicht wahr. Abgebrannt. Da ist noch eine Fuso. Wir haben noch eine übrig. Gut, die ist aber zu weit weg für mich. Ich muss jetzt mal da hinten hin unseren Träger schützen. Na, da ist auch noch eine Gneisenau auf dem Wege zu unserem Träger. Ich mag die Mainz wirklich. Also die ist... Die Mainz ist ein tolles Schiff. Die ist richtig toll, ja. So, du Vögelchen, jetzt ist auch mal Feierabend hier. Vögelchen? Hallo? Meine kleinen Chinesen da. So, die Fuso kriegt Torpedos und dürfte da auch gleich weg sein. Oh nein! Oh, das wäre meiner gewesen. Verdammte Axt. Jetzt weißt du, wie es mir die ganze Zeit ging. Eieieiei. Naja, trotzdem Platz 3 bin ich zufrieden mit. Kann ich mit leben. Ich nicht. Bin dem Schaden hinterhergefahren. Ja, das stimmt. Ihr seid ja in dem Fall klar. Es war zwar gut, dass ihr die Cleveland da geholt habt. Ja, Mike, das Spiel kenne ich bei dir mit dem Hund. Das muss sein. Mach mal. Was gibt's denn jetzt schon wieder? Jedes Mal kriege ich hier eine neue Nachricht. Für das Ansehen deines eigenen Streams hast du gerade ein TwitchCon-Thema bekommen. Ja, das ist schön. Danke. Das ist sehr schön.